Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder gebastelt und zwar mit Beton. Ich habe mir eine ganz tolle Osterdeko gebastelt und zwar so kleine Pflanzgefäße, die aussehen wie Ostereier. Und da habe ich meine Blumenzwiebeln reingetan. Und wie ich das Ganze gebastelt habe, das möchte ich euch natürlich zeigen. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für meine Osterdeko benutze ich hier so eine Süßigkeitenform. Das ist so eine Eiform, das passt richtig schön. Dann habe ich hier noch einen alten Joghurtbecher. Dann brauche ich noch ein ganz bisschen Öl zum Einreiben für die Form. Irgendwas zum Beschweren. Ich habe hier jetzt so einen alten Betonapfel. Ihr könnt auch Steinchen oder irgendwie was nehmen. Natürlich Handschuhe, dann Schmiegelpapier oder so eine alte Nagelfeile. Natürlich die Deko. Ich habe hier so ein bisschen diese kleinen Osterblumen und ein ganz bisschen Moos. Dann habe ich natürlich hier noch meine Handschuhe und dann braucht ihr noch Beton. Und bei Beton nimmt jeder das, wo er am liebsten mitarbeitet. Das ist jetzt so eine Fertigmischung. Ihr könnt auch Blitzzement nehmen. Dann ist das natürlich noch alles ein bisschen schneller fertig mit dem Trocknen. Aber das sind so die Sachen, die ihr erstmal einmal dafür braucht. Als ersten Schritt werde ich schon mal meine Form ein bisschen einfetten. Ich habe hier so einen Pinsel und da braucht wirklich nur ganz bisschen Öl dran und das kann ich dann alles hier gut verstreichen. Ihr könnt das auch hier mit einem Lappen machen, aber ich nehme eigentlich immer einen Pinsel, das geht immer am besten. Und da hier schmiere ich meine Form richtig schön ein und auch meinen Joghurtbecher. Und meinen Joghurtbecher, den schmiere ich von außen ein, weil der nachher in dem Beton mit reingetaucht wird, damit er sich besser löst. Als nächstes ziehe ich mir erstmal meine Handschuhe hier an. Das war gar nicht so einfach, da reinzukommen. Und jetzt werde ich mir meinen Beton schon mal anrühren. Das heißt, ich mache immer ein ganz bisschen Wasser dazu und rühre das, bis das dann die gewünschte Konsistenz hat. Also ich mache immer ein bisschen so nach und nach Wasser, nicht, dass mir das nachher zu flüssig wird. So sieht das jetzt bei mir aus. Ich hoffe, man kann das so sehen. Das klatscht da ungefähr so ein bisschen feucht. Das fließt gut, aber ist auch nicht zu flüssig. Jetzt nehme ich mir meine eingefettete Form und gieße das alles auf einmal hier rein. So, erstmal alles hier rein und auskratzen. So, stelle ich das schon mal beiseite. Dann nehme ich mir meine Form und klopfe die so ein bisschen auf den Tisch hier, damit die Bläschen so ein bisschen rausgehen. Dann stelle ich mir das schon mal so hin. Jetzt nehme ich mir meinen anderen kleinen Joghurtbecher und drücke den hier so rein. Und ihr seht, ich lasse das jetzt los. Das ploppt natürlich so nach oben und deswegen braucht ihr was zum Beschweren. Ich muss mal gucken, ob der hier reicht. Und sonst muss ich da gleich noch ein paar Steinchen dazulegen. Ich habe jetzt noch ein paar Steinchen dazugelegt, weil das nicht schwer genug war. Und jetzt kann ich das weglegen zum Trocknen. Und so nach 2, 3 Tagen kann ich das ausschalen. Ich packe das hier mal ein bisschen ganz vorsichtig zur Seite. Ich habe hier nämlich schon mal einen, der ist schon durchgetrocknet. Da kann ich das rausnehmen. Und dann drücke ich das so ein bisschen die Kanten so zusammen. Und meistens ploppt das, wie hier, schon richtig gut raus. Und dann kann ich hier die Form auch noch raus tun. Manchmal muss man so ein bisschen das zusammendrücken. Dieser geht eigentlich ganz gut raus, weil das gut eingefettet war. Und jetzt nehme ich mir mein Schmirgelpapier oder in diesem Fall die Nagelfeile und kann hier diese Kanten, ich weiß mal, ob man das so sehen kann, hier ist es so ein bisschen uneben und hier ist das auch nicht ganz so schön, kann ich dann mit der Feile schön glatt feilen. Vielleicht auch noch die Oberfläche, wenn da noch so ein paar Hubbeln mit drauf sind. Das braucht gar nicht so viel zu sein. Man soll ja auch sehen, dass das Beton ist. Und Beton, der lebt auch so ein bisschen von der Struktur und von der Oberfläche, dass das so ein bisschen grob aussieht. Ich habe hier jetzt schon 2 Schalen fertig. Und ich habe einen so einen Topf mit diesen kleinen Osterblumen. Und ein Topf, der reicht dicke für 2 so kleine Schalen, weil ich nehme den nämlich jetzt auseinander, so dass ich nachher nur noch die
Zwiebeln hier habe. Dann teile ich das hier so ein bisschen. Nehme hier noch so die Erde ein bisschen mit weg. Dann nehme ich mir hier meinen Topf und gucke, wie viel Platz ich hier habe. Hier kann ich das noch so ein bisschen zusammendrücken. Ich hoffe, man kann das so sehen. Die Erde schiebe ich mal ein bisschen beiseite. Und in den Ecken, wo hier jetzt noch ein bisschen Platz ist, drücke ich noch so ein bisschen Moos rein, damit das richtig schön nett aussieht. Von der anderen Seite auch noch. Und der Vorteil ist ja, die Blumenzwiebeln, die braucht man ja nicht zu gießen. Also kann man die Deko dann auch für drinnen oder für draußen nehmen. So, noch ein bisschen sauber machen und dann werde ich den anderen auch noch einmal fertig machen. Ich habe meine Osterdeko jetzt schon fertig, meine Betoneier. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. Also ich finde das mit diesen Mini-Osterglocken richtig schön. Ihr könnt natürlich auch andere Blumenzwiebeln nehmen, aber jetzt zu Ostern mit den Osterglocken ist das eigentlich richtig nur süß. Ich finde das, weil das richtig gut passt. Meine habe ich jetzt für draußen gemacht. Die wollt ihr für eure Tür stellen. Wenn ihr eure Deko für innen benutzen möchtet, dann klebt hier unten noch so ein bisschen Filz unter, damit euch der Tisch nicht zerkratzt. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch eine kleine Anregung geben, was man mit wirklich einfachen Mitteln Tolles basteln kann, vor allen Dingen aus altem Verpackungsmaterial. Ich hoffe, ihr bastelt fleißig nach. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.